So, hi Internet, hier ist mal wieder Alex und heute haben wir mal wieder eine kleine User-Frage. Finde ich geil, lasst die weiterkommen, schickt die Fragen, ihr habt meine E-Mail-Adresse, ich packe sie hier nochmal rein. Wenn ihr da nicht hinschreiben wollt, wenn es euch einfacher ist, in die Kommentare zu schreiben, schreibt es in die Kommentare, ich lese dir alle, antworte auch drauf. Cool, und heute haben wir die Frage: Wie kann man den Tag sinnvoll und effektiv einteilen, sodass man für alles Wichtige im Leben Zeit hat? Also Gamen, Sport, Business, Lernen. Ich finde es erstmal cool, dass du Gamen an erster Stelle sitzt bei den Prioritäten. Gamen, Sport, Business, Lernen und 3 bis 5 gesunde Mahlzeiten am Tag. Zeit. Gefällt mir? Pass auf. Ich gehe erstmal von 2 Sachen aus. Das eine ist, du hast einen normalen Job. Sprich, du stehst um 7 auf, gehst um 8 zur Arbeit, bist da bis 16 Uhr und dann hast du frei. Wenn wir davon ausgehen, dann, um das alles reinzukriegen, ist eigentlich recht simpel. Du meinst, du stehst morgens um 7 auf, musst um 8 da sein, nehmen wir an, du hast eine Fahrt von einer halben Stunde. Das erste, was du machen solltest, und zwar mit dem Lernen-Part, was ich auch mal mit Bildung gleichsetze jetzt, pack dir das kleine Ding hier, dein Smartphone oder MP3-Player und zieh dir ein paar Hörbücher drauf. Ich sag dir, Mann, ich hab jedes Mal Hörbücher drauf und jedes Mal, wenn ich unterwegs bin oder einfach irgendwas mache, was nicht meine volle Aufmerksamkeit braucht, zum Beispiel Geschirr abspülen, ganz billig, oder einkaufen, habe ich ein Hörbuch drin. Und wenn du eine halbe Stunde auf dem Weg bist zur Arbeit, pack dir ein Hörbuch in die Ohren. Das ist voll geil, Mann. Du hast eine halbe Stunde Zeit, die du eh verschwendest. Das heißt verschwendest, jetzt nicht mehr, wenn du ein Hörbuch hörst. Eine halbe Stunde, die eh vergeht. Jetzt kannst du es nutzen und dich weiterbilden. Das ist cool. Dann hast du eine Arbeit. Packen wir einfach mal durch. 8 Stunden bis 16 Uhr. Danach, du willst Sport reinballern. Kann ich nur empfehlen, das direkt nach der Arbeit zu machen. Du bist jetzt noch, du hast vielleicht noch ein bisschen Momentum. Du willst vielleicht einerseits nach Hause, ich will mich hinsetzen. Mach das nicht. Sobald du zu Hause bist und sitzt, ist es dieses, dein Momentum ist weg, deine Energie geht weg, du wirst müde und denkst dir, mach ich morgen. Nee, das ist scheiße. Pack dir deine Sportsachen am besten direkt mit. Nach der Arbeit wieder Hörbuch rein. Zum Fitnessstudio, hast ja auch wieder eine halbe Stunde, guck mal, hast eine Stunde gelesen, ohne irgendwas extra zu machen. Das ist geil an Hörbüchern, weil ihr müsst euch beim Lesen immer irgendwo hinsetzen und eure volle Aufmerksamkeit da drauf packen. Jetzt mit einem Hörbuch? Nö, das ist cool. Ihr könnt die Zeit, die ihr vergeht, wo ihr andere Sachen macht, so nutzen. Dann geht ihr ins Fitnessstudio, eine Stunde, 1,5 Stunden, je nachdem. Dann haben wir, wie viel haben wir dann? 16, 17, ja. 18 Uhr, nehmen wir eine halbe Stunde Zeit mit dem Hinweg zum Fitnessstudio und dann bist du um 18 Uhr aus dem Fitnessstudio raus, vielleicht 18.30 Uhr zu Hause. Klar, dann kommen noch ein paar Kleinigkeiten für den Tag, die man erledigen muss. Und fürs Game hast du im Prinzip dann Zeit. Sprich abends. Was nicht schlimm ist, was eigentlich sogar ziemlich cool ist, weil es gibt gerade hier in Köln viele, viele Abendcafés, wo es immer voll ist. Es ist mittags voll, nachmittags und abends. Ist halt nur ein anderes Publikum da. Die Straßen sind voll, weil Leute von der Arbeit kommen. Auf dem Weg irgendwohin sind zu voll. Das heißt, Mädels sind en masse unterwegs. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das heißt, du kannst abends schön 1-2 Stunden rausgehen. Das ist cool. Da hast du auch dein Game drin. Geil, da hast du eigentlich alles drin. Das ist jetzt der Fall, wenn du einen festen Job hast. Es kann ja auch sein, dass du nicht so krass dran gebunden bist. Zum Beispiel, weil du Student bist. Oder du kannst dir deine Arbeitszeiten freier einteilen, weil du selbstständig bist. Oder was auch immer. Dann kann ich nur empfehlen, mach dir eine Prioritätenliste. Ne, pack dir auf, was du am Tag erledigen willst. Nehmen wir jetzt einmal das, was du mir geschrieben hast. Game, Sport, Lernen, Business. Du machst dir eine Liste, was für dich an welcher Stelle der Prioritätenliste steht. Vielleicht ist Sport für dich gerade die größte Priorität, weil du fit werden willst. Bist vielleicht ein bisschen Speck am Bauch, willst das weghaben. Okay, Nummer 1. Das heißt, du stehst morgens auf, 7, 8 Uhr, das Erste, was du machst, du gehst ins Fitnessstudio. Ganz einfach. Das ist deine Priorität Nummer 1. Das heißt, es wird auch am Tag an deiner ersten Stelle gesetzt. Vielleicht ist danach, du baust ja gerade ein kleines Business auf und kommst aus dem Fitnessstudio und investierst dann 6-7 Stunden Arbeit ins Business. Und dann kommt für dich erst Game. Das heißt, dann ist es Nachmittag, früher Abend, hast du Zeit, um zum Game rauszugehen. Es ist eigentlich alles nicht so schwer, seinen Tag so einzuteilen. Du musst nur wissen, was für dich gerade am wichtigsten ist. Das ist das absolut Schritt 1. Wenn du nicht weißt, was gerade für dich am wichtigsten ist, dann kann es sein, dass du irgendwie 6 Stunden im Fitnessstudio verbringst, jetzt mal übertrieben gesagt, obwohl du schon mega fit bist. Brauchst du gar nicht. Oder du hast schon 2-3 Mädels, mit denen du dich regelmäßig triffst. Das heißt, Game ist vielleicht nicht mehr so an erster Stelle bei dir. Trotzdem gehst du jeden Tag 6 Stunden raus und sprichst Mädels an.
Da sind die Prioritäten ein bisschen scheiße, deshalb sollte man die da ändern. Das ist eigentlich recht simpel. Zu den Mahlzeiten kann ich ja noch einen kleinen coolen Tipp geben. Was ich einmal die Woche mache, ist, ich packe mir zwei Riesentüten, gehe zu Netto, kaufe die komplette Woche ein, Fleisch, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Gemüse und koche vor. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie tagsüber Hunger habe, dann muss ich mich nicht erst 20 Minuten hinsetzen und kochen oder eine Viertelstunde, sondern ich packe mir schnell meinen Reis, brate mir schnell mein Fleisch an, packe den Reis in die Mikrowelle mit ein bisschen Gemüse und das ist halt eine Sache von 5 Minuten dann. Das Fleisch geht mega schnell, das schneide ich einmal die Brot klein, lege das dann in ein paar Gewürze ein, packe mir eine Pfanne, brate das an und ist voll fucking easy. Cool. Eine andere Sache, die ich noch empfehlen kann, ist von Brian Tracy. Ich glaube, das Programm heißt How to Gain 2 Hours a Day. Ist eigentlich ein Zeitmanagement-Ding für Manager. Ist aber ziemlich cool, redet auch viel von Prioritäten und von Sachen, die man anderen Leuten überlassen kann oder was jetzt gerade am wichtigsten ist. Guck es dir an, Google mal oder Amazon, kostet glaube ich auch nicht viel. Ich habe es vor einem Jahr mal durchgearbeitet, hat mir geholfen, ist cool. Brian Tracy ist eine geile Sau. Cool. Ich hoffe mal, es hat geholfen, dir und anderen, die jetzt gerade zuschauen. Vielleicht könnt ihr das eine oder andere mitnehmen. Sendet mir weiter eure Fragen, E-Mail oder Kommentare, teilt das Video, Daumen hoch, Daumen runter. Fand ihr es cool, fand ihr es nicht cool? Und wichtig, abonniert. Kommt weiterhin jeden Tag Videos, wollt ihr keine verpassen. Cool. Dann würde ich sagen, bis morgen.